Willkommen zurück hier auf Pumum TV mit dem Match WinFact gegen Fnatic. Die Restarts sind erfolgt. Wir sehen DE Train. WinFact startet als CT. Fnatic muss sich hier als Terror vorlegen. WinFact spielt eine ähnliche Pistole wie vorhin. Ganz defensiv am Kleinen hinten. Oh, Fnatic ist auf dem Spot drauf. Alu bekommt da schon Hits. Fnatic. Oh, Exist stirbt, belebt mit einem AP. Kerrigan ist schön gepusht. Boah, Kerrigan entscheidet einfach mal die Runde, indem er dort offensiv pusht. Von Aslak war das, glaube ich, war das nicht angesagt. Kerrigan noch mit 21. Okay, Runde vielleicht doch noch offen. Alu hat einen Kit. Und Game was paused. Fries steht da oben. Wenn der am Spot den Frag macht, der auf dem Zug ist an Fries, dann kann er vielleicht durchgezogen werden. Natürlich jetzt keine Ahnung, wie lange die Bombe schon tickt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Runde verloren ist. Einfach weil Kerrigan da so leicht in den Z-Gang gekommen ist. Da zwei Frags machen können, das war einfach der Fehler. 200.000 Viewer, das schön wär's. Kriegt sie nicht. Ja, das ist die verlorene Runde. Außerdem hatte ich die 200 Viewer heute schon. So, da geht's direkt weiter mit der Form von WinFact. Haben da auf CT-Seite Nuke ein bisschen nachgelassen und die Pistole jetzt hier dumm verdattelt, die eigentlich schon gut aussah. Hoffe, das drückt nicht so sehr auf die Teamstimmung und sie raffen sich nochmal auf. Der Equat hätte keine Probleme. So, da gibt es die USP an Fries, der jetzt auch nochmal eine USP-Eco einlegt. Die Mitte, es ist tot. Nochmal ein Headshot an Gux. Fries nimmt die Waffe mit, zwei weggeholt. Gute Eco. Erste Crypt-Drones jetzt für WinFact. So, da habe ich schon die AWP gesehen bei Aslak. Was kann er damit anrichten? Banks sitzt nicht und AWP Tower zur 5 bei Fnatic. Ganz langsamer Aufbau bei den Schweden. Ah, ist schönes Doppel da. Allerdings Popdog ungedeckt. Weiß nicht, ob das gerade so eine gute Aufstellung ist. Die Sache ist, Hanu Basic kann da jetzt. Hört da, glaube ich, auch die Spieler, die da schieben. Im Haus oben in den White Walls. Aslak zielt auf Füße. Alu würde dann rumziehen, wenn Aslak da Kontakt hätte. Oh, Modi kontaktet sich ein bisschen vor. Kann da ansagen, dass hier die Straße frei ist. So, jetzt Alu. Oh, schade, wenn er ganz rumgezogen wäre, hätte Modi gesehen. Aber nur ein kleiner Fake.
Jetzt gibt's den KG-Go. Gute Flash. Die Rune ist blind. Hält in die Smoke rein, wird abgeflasht. Macht aber sehr viel Schaden. Boah, Hanno stirbt auch in Top. Hätte sich da vielleicht nicht so früh zeigen dürfen. Boah, Hanno stirbt auch schon, Aslak. Und Basic über CT-Base treten ihren Weg auch schon an, um ihre Waffen zu safen. Sehr, sehr, sehr souveräne Runde von Fnatic. Da die Deckung am großen Spot absolut nicht funktioniert. Windfact aber auch keine wirklich Kontrolle gehabt. Was ist das denn für ein Typ, Mann? Busse, also wirklich rum gesagt jetzt auch nicht. So, fünfte Runde für Fnatic, kurzen Prozess gemacht. Tja, Fnatic ist echt krass drauf auf diesem Turnier. Ich meine, Windfact auch. Aber Fnatic scheint da noch eine Nummer zu groß zu sein. Alu bekommt da. Na, doch, Alu bekommt da gleich direkt zu tun. Steht das super offen. Da ist, glaube ich, ein Tower gerade hinten zum. Da ist auch ein Killing gespottet da. Deckt da ganz defensiv ab. Alu wird jetzt zurückgedrängt an der kleinen Rampe. Hanu übernimmt die große. So, Basic spielt das wieder gut. Macht den Pop-Dog dicht, den Raum eng. Mitte ist von Aslak gedeckt, also die Aufstellung gefällt mir jetzt ganz gut. So, jetzt kommt der Go. Boah, Aslak, Basic war da anscheinend blind. Boah, Headshot vom Kleinen gebankt. So, Aslak vom Slot. Auf der 5 gesehen, wird geholt von Kerrigan. D-Rip und Hanu aber noch am Spot. D-Rim macht 1, 2, macht den Reload. Oh, Guck's macht den. Ganz knappe Runde, aber ganz knappe Runde nützt halt nichts. Sie muss halt gewonnen werden. Kerrigan mit 10-1. Hanu 1-6. 6 Runden in Folge verloren. Geld ist jetzt eigentlich jede Runde so halbwegs da. Kaufen jetzt auch. Allein gelassen und Basic endlich mal was ganz Offensives. Sehr schön, macht auch First Weg, kommt mit viel HP weg. Ja, Poppe unten, Basic, sehr schönes Movement mit 24 HP. So, Aslak schiebt jetzt rüber, Basic ist on top. 3-2 Aufstellung, ganz gut. D-Rim, KG, so jetzt geht's klein. Aslak und Alu. Wo kommt der First Contact? An der kleinen Rampe. So, schöne Gegenflash von Aslak. Kadett 1. Nein, nicht bangen, bitte. Ist jetzt im Reload. Ah, schöne Gegenflash geworfen. Sneakt sich jetzt durch die Smoke rein. Ah, das ist zu viel gewollt. Wenn er da einfach defensiv bleibt. Ah, Forest, Fries macht den Frag. Aber Alu an der 1, gute Position. Hanu kommt von hinten. Alu stirbt.
Bombe kann er down, schießt großer Ampel, schön gepusht von Hanu. Entscheidet die Runde, allerdings ein bisschen verdattelt von Aslak. Kriegt zwar nicht die AWP, aber dennoch erste Runde für Winfect. Und jetzt müssen sie aber ein Comeback erster Güte hinlegen. Hanu. Oh, der Shotgun ins Eck. Nein, er hat keinen Schalldämpfer drauf. Der hätte vielleicht zwei gehabt. Aber Basic. Sehr schöne Farmers. Oh, Spot ist noch keiner vor. Aslak. Oh, Aslak verliert das Duell gegen Fries. Tour-and-Tour-Situation. Basics immer noch im Kistengang. Kerrigan steht fast neben ihm. Okay, wir gehen wartet jetzt auf Fries. Basic pusht er jetzt vor. Da ist ein ganz wichtiges Duell gegen Fries. Beide Ts haben AWP. Fries macht ihn. Alu mit 100 HP. Kann aber trotzdem machen. Mit bisschen Glück auf seiner Seite. Schießt Kerrigan an. Heißt es nicht gut. Kommt über CDB. Es wird gehört von Fries. Oh, jetzt ist es ganz schwer. Kerrigan kann sich jetzt eine gute Position suchen. Oh, er hat auch zur AK geswitcht. Oh, er macht richtig Schaden an Kerrigan. Schade. Reloadet jetzt erstmal. Vielleicht sitzt nicht. Die von Kerrigan allerdings schon. Ach. Schade, dass Basic da das Duell gegen Fries verloren hat. Siebte Runde. Oh, das wird eine richtige Zerstörung. Winfect hat jetzt kein Geld. Müssen zweimal sparen hintereinander. Oh, das ist bitter. Zeit, das Ergebnis bei SK Lemondox zu checken. 11 zu 9 overall für SK. Achte Runde für Fnatic. Man kauft trotzdem. Ja, durch die vielen verlorenen Runden in Folge baut man da doch ein ganz minimales Polster auf und das reicht jetzt halt, um jetzt hier trotzdem zu kaufen. So, Kerrigan zeigt sich da nicht in der Mitte. So, schneller Go am Innen. Boah, schön diesmal. Adlu macht wenigstens zwei. Zwei schöne Headshots. Zwar ein bisschen gebratzt, aber was soll's. So, der Terror spielt auch gut. Unterzahlsituation. Meine Güte, das ist ein schweres Wort. Ah, Aslak stirbt gegen Kerrigan. Schön. Ach, zweite Runde. Und jetzt müssen sie aber mal auftreten. Sieben Runden sind hier Pflicht. Gibt es einen AWP-Tower? Oh. Also sie werden halt komplett. Das ist halt krass. So früh ein First Track in so einer wichtigen Runde auch. Das ist bitter, aber trotzdem. Basic hat das jetzt das Problem, dass er Mitte und Popdog Probleme hat. Macht jetzt auch eine Sache nur noch, sucht sich jetzt eine bessere Position. So, Kistengang geht's raus. Ist angesagt. Oh, da
kam keine gut gegen Flash. Exist konnte dann 2 machen. Basic immerhin einen in der Mitte, aber das bringt halt alles nix. Alu kommt über den Pop-Dog, der deckt Freeze ab. Versucht seine Waffe zu safen. Freeze an, das auch schon. Ja, sieht er ihn auch nicht mehr. 9. Runde somit für Fnatic. Haben bisher jeweils die folgende Runde, die Folgerunde geholt. Wenn für Winfect eine gewonnen hat. Und das Match ist jetzt schon fast gelaufen. So viele Terrorrunden auf Train. Einfach fast unmöglich, sowas zu kopieren, sowas aufzuholen. Ups. Tower zu 5. Zeigt sich allerdings keiner. Winfect nimmt komplett den Kistengang mit einer Flash ein. Der wird noch nicht abgedeckt. Tom ist immer noch am Start. Jetzt wird er gecheckt. Basic. Oh, war schon weit vorn. Basic macht den Headshot. Links Refract bei Gux. Da wird die AK sogar versteckt. Ne, die AWP wird versteckt. Krass. Ah, man hat ja mit Kerrigan noch eine. Sehr schön, dass man sich die Arbeit macht und die noch unterm Truck positioniert. Keine Chance, die zu picken. Übrigens hat man gekauft. Jetzt erst gesehen. Sehr schön für D-Rim. Macht den ersten, zweiten ganz gute Hits gemacht. Oh, Kerrigan. Schade, jetzt hat er gerade im Zoom rausgenommen. Sehr schön. One-on-one. Alu gegen Modi. Modi hat keine Ahnung, wo Alu ist. Alu hingegen umso mehr, wo Modi ist. Oh, Modi faked ihn gut. Die Frage ist, wann Alu's checkt. So, trampelt er jetzt rum. Jetzt weiß Modi, wo er ist. Ah, schön! Sehr schönes Timing. Gut gerannt von Alu. Gut die Flash genutzt. Modi wurde blind, wo er wegschieben wollte. Alu hat ihn noch erwischt. 3. Runde. Für Winfect. Das ist halt trotzdem noch ganz schwer, selbst wenn sie jetzt noch 6 Runden machen würden. Ja, bisher hat Fnatic immer die Folgerunde geholt. Kerrigan läuft einfach raus. Super offensiv, sehr schön, hat er nicht gemerkt. Oh, Kistengang, ganz gut gegen Flash. Freeze allerdings jetzt mit dem Refrag. 4 zu 4. Der Kistengang macht halt auch keinen guten Job, deine Verteidigung. Allerdings ist Exist low mit der Bombe am MTW. Wird schon spekuliert, ob da gelegt wird. Ah, schön von Basic. Exist nur noch mit 4 HP. Ich hoffe, der macht jetzt keinen Frag mehr. Basic muss da jetzt aufpassen, rechnet wahrscheinlich. Rechnet nicht mit Exist, wenn der jetzt da rein spottet. Basic ist im Doppelzoom. So, Exist macht den. Versucht er da tatsächlich seine Waffe zu safen? Hat er. Oh Gott, der tötet sogar Hanu noch. Jetzt One-on-One. Exist immer noch mit 4 AP und er schiebt klein. Boah, wie geil er das spielt. Wahnsinn.
10 Sekunden hat er noch, kommt zum Legen. Und Alu braucht noch lange. Exist kann sich jetzt also eine super Position suchen. Hat er Standard gelegt. Natürlich mit 4 AP sehr bang-anfällig. Alu mit 100. Ja, ich sitze nicht. Hätte sich vielleicht aufsparen sollen. Wenn er jetzt alles checkt, um die große Rampe zu werfen oder kleine, je nachdem. Aber er vermutet den große. Xis checkt das jetzt. Krass. Boom. Krasses. Was war das? 1-on-3? Mit 4 HP die ganze Zeit? Heftig. Heftig von Exist. Ich weiß nicht, was Hanu da gemacht hat an der Flex-Posi. Dass er da das Duell verliert mit AWP gegen Exist. Krass. Einfach bezeichnet auch dafür, dass WinFact hier gerade extrem unterlegen ist. Sie fahren klein ab. Einfach ganz simple Entscheidung. Die Rim ist da immerhin an die Waffe in der Mitte gekommen. Kriegt die wahrscheinlich auch durch. Das ist auf jeden Fall schon mal die 11. Runde für Fnatic. Ergebnischeck bei SK, da steht es 12 zu 11 zu 12. Was ist das? Ja, 12 zu 11 für SK, also auch ein ganz, ganz enges Match. Alternate hat übrigens verloren, für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. 16 zu 11, 16 zu 10. Alternate somit aus dem Turnier ausgeschieden. Das nächste Spiel wäre dann, schaue ich gleich mal, Navi gegen SK oder Lemon Dogs. Nur noch zwei Spiele verbleibend, wenn SK gegen Lemon Dogs gleich vorbei ist. Zwei Spiele nur noch verbleibend in dem Turnier. Mal schauen, ob ich dann offline gehe und den Rest Knochen überlasse. Macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, wenn ich dann auch noch streame. Somit vielleicht das letzte Match mit mir. Hier auf dem Stream schneller KGO von Fnatic. Schnelle Frags von Exist. Im Endeffekt sieht einfach keine Schnitte. Das auf einer Seite, wo man eigentlich meinen müsste, dass es nicht an einem Ansager liegt, aber vielleicht würde hier ein Lerpis die wichtigeren Impulse geben oder wissen, was man da umstellen kann. Consolation Final and the Grand Final One Feature such a great Okay. Also ich lese gerade, danke an Sören, dass Low Bracket, also das Consolation Final, also das Low Bracket Finale und das Overall Finale sowieso nicht von irgendjemanden übertragen werden können, außer den Jungs vor Ort. Somit müssen wir dann eh alle auf einen Stream wechseln. Da wird meine. Also muss ich mich gar nicht entscheiden, ob ich zweite streame oder nicht. Wird mir dann eh abgenommen, die Entscheidung. Somit jetzt wirklich die allerletzte Halbzeit bei mir auf Bomb TV mit den Copenhagen Games 2012. Und vielleicht macht WinFact ja das Unmögliche möglich. Modi tut das auf jeden Fall schon mal. Leider nicht WinFact. Ja, perfekt Runde gespielt. Ja, also sie sind sowas von heiß. Das Match ist jetzt spätestens gelaufen mit der verlorenen Pistole.
Immerhin kommen sie jetzt klein drauf. Ich habe gerade ein bisschen was gelesen. Ich damit rechne, dass Winfect jetzt die Runde holt. Ja, vielleicht machen sie es auch gar nicht. Und 14. Runde für Fnatic, kurz und schmerzlos. Sollte hier gleich vorbei sein. Nice Schuss, Aslak. Ein nice Shot. So, meine Full Echo für Windfact. Diese allerdings auch ganz souverän abgeben. Krass, 4 AP. Die Banks sitzen gar nicht. Jetzt aber dritte Runde. Draw safe bei Fnatic. Ist auch direkt mit AWP. Die Terrors sollten auch nicht allzu viel Geld haben. Da ist auch nur eine Diegel. Die wollen das jetzt wahrscheinlich auch einfach schnell über die Bühne bringen. Vielleicht schaffen sie ja nochmal. Vielleicht schaffen sie es ja nochmal, Navi zu besiegen im Consolation Final. Wird sicher ein bisschen auf die Map ankommen. Fries mit First Ray Kerrigan direkt hinterher. Aslak stirbt von Alu, schöner Teamfrag, Alu gleicht das wenigstens mit einem souveränen Headshot aus. KG einfach so unglaublich blind. Da wird weiter geflasht, da wird gehupt, was das Zeug hält. Alu will da knifen. Ah, nicht mit Gux. Schade, das ist kein Knife-Duell eingegangen. Da ist es offiziell. Fnatic gewinnt das Match 2-0. Sehr, sehr krasses Train. Sehr krasses Train-Match von ihnen. Tja, was soll man dazu noch sagen? Es fing ganz gut an auf Nuke für Winfect, aber haben dann kontinuierlich abgebaut. Ja, ich habe schon gesehen. Invalid. Ja, das war's somit von mir. Und den Copenhagen Games 2012. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß. Ja, was soll ich denn da kommentieren? Ich habe es mir noch nicht ganz durchgelesen.